bei Züchtern und Besitzern weiter, auch bei den Hufschmieden. Die haben natürlich immer gut zu tun, denn die Pferde brauchen sie. Wenn dieses Auto auf den Hof kommt, wird es schon mal unruhig im Stall. Die rollende Hufschmiede bei der Hengststation Ahlers in Hatten. Wo es früher den Dorfschmied gab, kommt heute der ambulante Beschlagservice. Ja, heutzutage sind die Gestüte größer geworden, die Kunden haben die Pferde nicht mehr zu Hause, man hat Reitställe, wo die Pferde jetzt untergebracht sind und es ist natürlich dadurch gebündelter und es ist einfacher für die Leute, wenn wir dann zu den Pferden fahren, als wenn die Leute abends dann zu uns herkommen würden. Ein heißer Job ist es aber auf jeden Fall geblieben. Auch wenn das Schmiedemotto nicht heißt, ich glaub mich tritt ein Pferd, auch beim Heimservice sind längst nicht alle Kunden scharf auf Pediküre. Vor allem junge Deckhengste sind manchmal ganz schwierig. Besser Respekt zu haben. Es kann auch immer sein, dass sich ein Pferd mal erschrickt und mal beiseite springt und es gar nicht böse meint, aber es reicht einfach, wenn 500 Kilo auf den Fuß drauf springen, dass die Knochen durch sein könnten. Diese Pferdedamen werden wohl zahmer sein. Sie warten sogar schon auf ihren Fußpfleger. Rund um Oldenburg und Bremen kennt Fischer alle Ställe und Höfe. Durchschnittlich alle 6 Wochen wird er gerufen. Mit Amboss und Brennofen unterwegs, so wie er, fahren heute fast alle deutschen Hufschmiede mit dem Wagen über Land. 6 Jahre hat seine Ausbildung gedauert, bis er selbstständig arbeiten und einen Auszubildenden aufnehmen durfte. Die preisgekrönte Sure Lady auf dem Laufband, nicht zum Fitnesstest, sondern für eine medizinische Untersuchung. Früher reparierten Hufschmiede auch Trecker und Heuwender, heute müssen sie auch Orthopäden sein. Auf dem Laufband kann Fischer Fehlhaltungen der Hufe erkennen und versuchen, sie gleich mit den neuen Eisen auszugleichen. Wo fußt er zuerst, wo berührt der Huf zuerst den Boden, wie ist die Gliedmaßenführung und die Gliedmaßenstellung. Das ist natürlich optimal, wenn wir dann so ein Laufband vor Ort haben und das auch mal nutzen können. Aber bevor es die neuen Schuhe gibt, müssen die alten runter. Um die 5 Euro kostet ein Hufeisen und es hängt vom Verschleiß ab, ob es noch ein zweites Mal verwendet werden kann. Jetzt ist noch Hornhautpflege. Sohle und Strahl, so die Fachausdrücke, werden geschnitten. Und 1 Zentimeter wächst die Hornschicht an der Hufunterseite pro Monat. Durchschnittlich alle 6 Wochen muss dann der Schmied ran. Das Pferd merkt das nicht. Das ist genauso, als wenn man sich die Fingernägel schneidet. Das wäre das, was wir bis jetzt gemacht haben, dies ausschneiden. Und der Hufbeschlag an sich ist dann mit den Nägeln ist so, wenn man lange Fingernägel hat und schlägt dann oder brennt dann eine Nadel vorne durch das, was übersteht. Merkt man auch nichts davon, es tut auch nicht weh. Auch vom Anpassen der neuen Eisen wird das Pferd nichts merken. Glühend heißer Baustahl auf Horn, der Geruch ist der gleiche wie früher in der alten Dorfschmiede. Und auch die letzten Feinheiten werden wie eh und je mit Hammer und Amboss gerichtet. Passt exakt, dann noch 6 Nägel pro Huf und das neue Eisen wird sicher sitzen. Als Feuchtigkeitsschutz für die doch etwas mitgenommenen Partien gibt es jetzt noch etwas Huföl. Und so wird Scholedi beim nächsten Derby bestimmt wieder vorne mitlaufen.